Acid hat ein neues Album rausgebracht. Und ich habe seine CD gekauft und durch das eigentlich direkt an dem Wettbewerb teilgenommen, dass man Tickets gewinnen kann zu seinem Private Showcase in Zürich. Und ja, da habe ich dann gewonnen und nur schon das war mega ein Ereignis für mich. Und dann bin ich dort angegangen mit ein paar Kollegen und wir hatten eine mega gute Zeit gehabt. Nach seinem Konzert quasi haben wir noch ein bisschen mit ihm reden, ein bisschen abberölen. Und ich war mega nervös gewesen, so überhaupt mit ihm zu reden, weil ich bin Fan gewesen natürlich. Also immer noch. Und ja, dann habe ich so zu meinen Kollegen gesagt, hey, es wäre mega cool, wenn ich jetzt auch einfach könnte singen könnte, weil die Stimmung hat einfach gepasst. So Sunset und in Zürich, es war Sommer, zwischen Corona, man konnte wieder mal etwas machen. Und dann habe ich zu der Kollegin gesagt, sie so, ja, mach es einfach. Dann hat sie mir ein Schöpfchen gegeben, ist mit mir zu ihm angegangen und hat gesagt, hey, kannst mega cool singen, aber weißt du, wer kann auch cool singen? Die Ladina. Ich so, oh nein, so mega peinlich. Er hat dann ja gesagt und hat mich voll ermutigt, also er war voll positiv gestimmt. Und dann habe ich zuerst den ersten Song gespielt, habe alles verkackt eigentlich, aber sie haben es cool gefunden irgendwie. Und dann wollten sie mehr wollen. Und so ist das Ganze zustande gekommen. Ich habe einfach gemerkt, während ich gesungen habe, hat es hintendurch so etwas geflüstert. Also ich dachte, oh, okay, was passiert da genau? Und dann haben sie kurz mit dem Sid geredet und er ist dann auf mich zugekommen und hat gesagt, hey, ich würde gerne mal mit dir ins Studio. Und dann, ja, eine Woche später oder so, bin ich mit ihm im Studio gesessen.